So, hallo, wir machen weiter. Bei So, Amogus mit ist der kein Map Lanz, Fungel. ja. Oder Fangel, wie spricht man das aus? Fangel, Fungel? Fangel. Fangel, glaube ich. Fangel wie Tangel. Fangel, okay. Tingel, Tangel, ja, stimmt, da gibt es Sinn. Warum haben die das nicht Afangas genannt? Das scheiße. Ach, das so Fangus. Fangas? Er hat die geile Frisur übrigens. Fangus. Danke. Fangus am Mangas. Ja, let's go. Letztes Mal war ich im Poster in der letzten Runde. Das lief nicht ganz so und gut. Du hast es richtig verkackt, du Loser. Noch sehr noch gekillt. Richtig schwach. Ja, ich hatte schon, ich muss ja sagen, einfach ich hatte den Schwächsten der Gruppe. Ich hatte schon Angst, dass Nico sofort gefunden wird, weil irgendjemand ist nämlich direkt hoch zu ihm und dann habe ich den Reaktor ausgelöst, damit er eben nicht gleich gefunden wird. Ich glaube, das. Ja. Egal, wir starten. So, wenn ich hier Imposter, bitte mich zuerst killen, danke. Ja, mache ich. Ich mache da auch die Taste, wenn ich damit einen Imposter gewinne. So, tschüss. Was sind wir denn? Adios. Jo, Chromate. Das war jetzt auch nicht sehr überraschend, muss man dazu sagen. Okay, gibt's noch irgendwas hier, was ich noch nicht kenne? Da unten gibt's ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne. Dann fangen wir mal da an. Dann fangen wir mal da an. Aber es gibt also doch Vents. Das ist natürlich sehr interessant. Ach nee. Es sind noch genug da, das machen die schon, ne? Die kümmern sich bestimmt. Die machen. Ich vertraue da drauf, die kriegen das hin. Okay, sieht nicht gut aus. Okay, ich muss hin. Okay, ich laufe ja schon los. Okay, doch nicht. Gut. Da unten ist was, das kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Da können wir mal hinrennen. Hier unten. Ja. Ach, das ist der Quatsch. Geht zum Glück schnell. So, Greenhouse ist einem Task. Kennen wir, glaube ich, aber... Ja, genau, das war die Geschichte. Ah, das war die fortgesetzt wird. Die wird dann in der Küche fortgesetzt, wo man dann die Dinger schneiden muss. Ja. Ja, ich kill mich einfach selber. Ist in Ordnung, kein Thema. Kein Thema, Leute, ich kill mich selber. Xehanort, okay, der war oben rechts, Counterfight, ne? Es war Counterfight, ja, aber der lag. Aber das muss ja nicht gewesen sein, weil ich habe Connens Leiche das im. Das wollte ich also damit liegt, sagen. Connens liegt im Labor. Nicht, du bist es nicht, ich bin es nicht. Im Labor, war im Labor. Das im Labor. Ich habe gerade an der Treppe gehangen. Also, Reggie oder Nico? An der Leiter gehangen. Also, Nico war bei mir bei Lookout gerade eben. Und bei Lookout habe ich gerade die Code-Eintippen-Dingsbums habe ich gerade gemacht. Und ich dachte, das wäre fertig, aber nee, das ist noch nicht. Also, das war wirklich genau in dem Frame, wo das eigentlich hätte abgeschlossen werden müssen. Ich werde meine Vermutung diesmal nicht äußern, deswegen skippe ich. Also, ah, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass es Nico ist. Ich glaube, er hätte mich gut nee, können. Also, auch wenn er. Auch, ich glaube, der Cooldown, wenn er. Counterfight und Xehanort kann ich persönlich clearen. Ich skippe. Also, Reggie war am Anfang sehr lange mit mir zusammen, aber ich weiß nicht, wann dieser Kill passiert ist. Also, das muss nichts bedeuten. Ich hab einen starken glaube, aber ich glaube, also ich vermute, gekillt. Conan war schon tot, wo der Reaktor gecallt wurde. Nein. Weil er war nicht beim Reaktor. Also beim Reaktor waren ja, wir weil alle ich ziemlich, halt ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich lange zusammen gewesen. Und nee, da war er, glaube ich, schon nicht mehr dabei. Nee, tatsächlich, ja. nach dem Reaktor habe ich einen Spieler gesehen im Dschungel. Ah, okay. Dann ist er nach rechts gegangen zum Treibhaus und ich bin weiter zur Küche gegangen. Okay, okay. So. Okay, und das ist eine interessante Info. Da kann es eigentlich nicht Nico sein. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ja. Ach, Among Us ist so geil. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht Robju oder Fight, weil wir waren eigentlich ziemlich lange zusammen am Ende. Ich dachte, wir beide sind es, hä? No one was rejected. Ich liebe Among Us. So. Okay, wir wollen da unten die Task auf jeden Fall klären. Und jetzt müssen wir dann auch in der Kitchen weitermachen. Das wissen wir jetzt auch noch. Ah, okay, das ist einfach so frei machen, ne? Oh, das ist das Ei, was die vorhin meinten. Okay, dann gibt es jetzt dieses Ei. Das muss nach Laboratory. Lücke das als Geist jetzt viel schneller. Hier muss das Ei jetzt rein. Ah, und das dauert jetzt einfach 30 Sekunden. Okay, dann können wir in der Zwischenzeit aber nach Kitchen gehen und das Gemüse schnibbeln. Perfekt. Und damit ist die Taste durch. Jetzt kann man das Ei abholen. 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und...
Was? Ah, okay. Gut. Also man muss es dann noch füttern, was immer da rauskommt. So, jetzt muss ich nur gucken, wo meine Tasks sind. Ich hoffe, ich muss nicht angeln. Nein, sehr gut. Habe ich hier irgendwas? Okay. Okay. Ich habe gerade Nico gefunden. Ich habe keinen wirklich gesehen. Ich bin gerade von links mit Xehanort an diesem Feuer vorbeigerannt und ja, danach lag er dann. Wo lag er? Ich glaube, Eingang Meeting Room ist halt das keine sein. Keine Ahnung, weil ich über den Meeting Room. Über den Meeting Room. Also sowohl Benny als auch Robby, glaube ich, sind eben in die Richtung gelaufen. Also Robio also wie sagt man, noch später. Mhm. Ich würde sagen, also ich bin gerade im Greenhouse angekommen. Ich denke mal, das ist so 20 Sekunden her oder so. Darf ich eine Vermutung äußern? Ja. Am Anfang waren, ich glaube, Benny, Nico, Veit und ich relativ lange bei der Gegend um das Lagerfeuer rum gewesen. Und dann waren, glaube ich, zuerst Nico, dann Benny und zum Schluss ich abgehauen. Also und haben Veit dann quasi da stehen lassen, links bei den Sandburgen. Ich bin da aber dann tatsächlich noch stehen geblieben. Also ich habe Veit die ganze Zeit beobachtet, weil ich den so ein bisschen clearen wollte. Veit ist also Veit ist es auf jeden Fall, also Veit ist es auf keinen Fall, den hart clear ich. Den clear ich schon seit letzter Session. Ich vermute tatsächlich, wenn es irgendwer war, wahrscheinlich Benny, aber es ist auch nur davon ausgehend, dass nicht noch irgendwer von rechts gekommen ist. Also es ist nicht so sicher. Ganz kurz überlege, was passiert ist, wie wir die erste Leiche gefunden haben. Da sind drei Leute raus. Einer von denen, die möglicherweise ist, ganz knapp sein könnten, ist jetzt tot. Das ist richtig. Also, so Reggie hat hier ordentlich Power gegeben. Ich habe immer noch dieselbe Vermutung wie die Runde davor und jetzt möchte ich von dir wissen, ob ich den voten soll oder ob ich skippen soll. Du denkst, es ist Reggie? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich will dir das vorher nicht sagen. Also soll ich jetzt den voten, den ich seit Anfang an verdächtige oder soll ich skippen? Ich würde erst skippen. Ich würde skippen. Okay, dann skippe ich. Das ist okay für mich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Tasks ich noch habe, weil Koms sabotiert ist, aber... Ja, das ist jetzt kommt. Tasks sind egal, ich mach die nicht. Aber ich sag, okay. Ich sag, Veit ist es nicht und Robjo ist es wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß schon, war auch interessant, wer es ist. So, jetzt ist immer noch kaum gedingst, aber wir finden unsere Tasks. Es kann ja nicht so weit weg sein. So, irgendwo muss es ja dann mal aufblinken, ne? Irgendwo muss es ja dann mal aufblinken, wenn ich was zu tun habe. Hier. Ist fast nicht gesehen. Und jetzt geht es wieder hier rein. Jetzt haben wir den Stick. Genau, jetzt wird hier der Stick überbraten und so weiter. Kennen wir. Hier steht es auch Roast Marshmallow. Ach, guck mal, es steht ja hier dort Enter ID. Ach ja, jetzt steht es wieder dort, weil die Comms wieder aktiviert ist. Ich bin doof. Alles gut. Ich rede einen Quatsch und sage, hä, noch eins? Musste ich jetzt zwei machen oder bin ich dumm? Okay, Communications, Find Signal, Communications, Fix Antenna. Okay, alles klar. Und Lookout ist dann hier der Kollege. Ja, die ID-Geschichte. Natürlich. So. Dann haben wir hier oben die zwei Communications. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht mehr diesen Korb gehabt, den ich am Anfang hatte, wo ich nicht weiß, wie er ging, ne? Das ist halt auch wieder dumm einfach. Okay, einmal rot, einmal... Ja, jetzt haben wir alle, ne? Ja. Jetzt haben wir alle. Kann ich als Geist eigentlich auch die Pilze auslösen? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber es wäre lustig. Natürlich nicht. Schade. Ja, dann gucken wir uns doch ein bisschen um, ne? Hier kann man ja nur als Geist hin. Also hier kommt man ja sonst gar nicht hin. Das ist jetzt ja alles eine Fläche, wo man nur als Geist hinkommt. Das sieht halt auch einfach nur nach ganz viel Zeug aus. Also hier wachsen schon eine Menge Pilze, muss man mal sagen.
Was ist alles für Geräusche hier? Plop. Drei auf einem Haufen. Alle auf einem Haufen. Da wird es jetzt richtig spannend. Wen vermutet ihr, wer es ist? Ich tendiere zu Benny. Muss ich ja gestehen. Wait. Benny hat ihn gerade gekillt, ne? Okay, ich sag, das war Benny. Ach so, ja, okay, ja, moin, jetzt sind eh alle anderen tot, außer du, außer Veit und ich. Ja, gut, okay. Ja. Easy. Digga, was? Ja, Veit und ich sind 90% der Runde zusammen rumgelaufen, also sorry. Ja, ich hatte nichts mehr zu tun. Ja, und ich hab noch... Digga, Raufschuss, bist so auf die Nerven gegangen, als du mich verfolgt hast. Da verwandelt er sich vor meiner Fresse und killt mich, wie geil. Das Ding ist, ich pass auch, also für mich war Runde 1 klar, dass es Benny ist, aber wenn ich das sagen würde, dann wird ja wieder Stimmung gegen mich gemacht und dann habe ich einfach nur noch darauf geachtet, was er macht. In der letzten Runde habe ich ihn die ganze Zeit verfolgt und hat einfach Ewigkeit nichts gemacht. Und dann stand er irgendwann neben mir, hat noch seinen Hund gestreichelt, ja. Und dann hat er sich verwandelt und ich so, ah cool, dann hat er mich gekillt und dann ging es weiter. Bei mir war es aber auch so, in Runde 1 war ich mir, war das so ein Verdacht, dass es Benny ist. In Runde 2 war ich mir eigentlich jetzt relativ sicher und jetzt war es ja sowieso klar. Aber als er mich gekillt hat, war er ich. Ja, das ist mir ja scheißegal, wie er aussah. Für mich war das direkt, also alle anderen konnte ich rausrechnen, aber es ist ja langweilig, direkt jemanden zu wollen. Ja. Ich soll ja ernst spielen und nicht gewinnen. Ja. Aber normal, ich habe am Ende habe ich Romschuh gefunden und da rumliegen gefunden und dachte schon so, ja normal, das muss Benny gewesen sein, weil er von links kam und alle anderen rechts waren. Ja. Aber dann war Reggie auch noch tot und dann war das sowieso klar. Das ist so geil. Man kann das Spiel so breaken, wenn du einen Crewmate hast, der einfach die Task nicht machen will. Ja. Ja, hallo, ich habe 4 oder 5 Tasten nicht gemacht, also ja. Ja, ich hab keine einzige gemacht. Trotzdem gewonnen. Also. Ich hatte alle durch, deswegen bin ich rumgelaufen. Wir haben dieselbe Strategie gespielt, Robschuh, geil. Am besten, wenn ich die Fisch-Taste, das braucht ja wirklich insgesamt richtig lang. Ja, ja. Ist ja, so vor allem, weil man den Kochvorgang die ganze Zeit monitoren muss, weil sonst verbrennt dein Fisch. Ja, ich hab Benny einfach outplayed. Aber richtig. Wo ist denn die Fisch-Taste? Ich hatte die noch links. Ganz links. Ja, links unten. Da musst du sie einfach erstmal und dann musst du sie noch braten, zwar von beiden Seiten. Ganz kurz, war eigentlich irgendwer in der Runde schon mal Scientist oder Engineer? Nee, haben wir überhaupt drin? Ich war Engineer. Haben wir drin. 30% oder so. Bringt Engineer was überhaupt? Wir hatten eigentlich vorhin gesagt, es gibt keine Vents, es gibt ja Vents. Eben. Doch, es gibt Vents. Aber gefühlt ist das keine 30% Chance, weil, keine Ahnung, normalerweise wäre ich das jetzt schon einmal gewesen, mindestens. Aber gut. Naja, auch 30% sind nicht garantiert. Dass man ja, das stimmt, aber... Also, es ist immer noch reine Statistik. Stochastik. Ich hasse Stochastik. So, nächste Runde. Richtig, based! Based! Ja, based. Ich hasse Stochastik. Ich hasse einfach die alle grundsätzlich Naturgesetze. Alle meine Freunde Stochastik. Ja. So, nee. Einfach nur Naturgesetze, die entdeckt worden sind. Ach, deine Mutter ist auch so ein Naturgesetz, das entdeckt worden ist. Als ob wahrscheinlich keine Naturgesetze sind. So. Was ist denn mein Axiom? Für Colin, nicht mit dem Unterricht. Wenn du 6 gleiche Möglichkeiten hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit... Können wir jetzt mal die Runde starten? Sechstel, dass das passiert. Ich bin neben den Spinne. Let's go. So. Ich will noch mehr über Stochastik. Nein, will ich überhaupt nicht. Ich hab nicht mehr Stochastik. Ich hab eben genug Mathe gelernt. So. Dreiecke sind mathematisch genug. So. Und Kreise auch. So ein Scheiß über Hemming-Räume und so. So, ich spür mich jetzt. Ich hasse Stochastik. Punkt. Das wäre ein super T-Shirt. Krumate. Okay, was machen wir denn Hübsches? Ist was Neues denn diesmal dabei? Mann, ich laufe immer, wo laufe ich denn immer? Ich fange mit Dorm an. Fang erstmal mit... Ach, das war der, ja. Komm, das ist weg. Freaking Video Game, ey. So. Lass sehen. Okay, Storage ist was? Das ist der Wassertank, richtig? Nee. Oh, das ist neu. Okay, kennen wir aber auch. Das ist diese Kanne und dann muss man mit der Kanne muss man ins Greenhouse. Okay. Oh, guck mal, wir haben Communications, haben wir 3 Sachen. Auch sehr interessant. Das ist neu.
Pech. Kurbel einfach eine Runde. Ist ja wie Osu. Wird ja wie Osu. So, einmal rot, einmal grün. Perfekt. Speedrun gelernt. So, Upper Engine ist 1. Ah, das ist der Tank. Das geht auch wieder dann in eine weitere Geschichte. Jetzt Lookout. Lookout? Ach nee, ja, Lookout da unten. Ach, das ist die ID. Mensch, die ID kommt auch immer vor. 6. So, Reaktor. Ja gut, das ist dann auch wieder klar, was wir machen müssen. Die Temperatur einstellen. Auch keiner gestorben bisher, ne? Also Benny hat jetzt auch genug Möglichkeiten, mich zu killen. Den schließe ich jetzt aus, egal was passiert. Und da muss ich jetzt gießen mit der Pflanze, die wir gefunden haben. War das ein Krog? Das Viech sah fast aus wie ein Krog. Aber ich glaube nicht, dass die Krogs benutzen. Okay, hier wieder Pilze pflücken. Das heißt, die Pilze müssen dann wieder ins Laboratory gebracht werden. Genau, Robju. Robju kam da von oben. Schon mal merken. Fall der Fälle. Jetzt kommt jemand hierher. Benny. Okay, Benny bleibt unverdächtig. Benny bleibt für mich unverdächtig. Und ich habe gleich alle meine Tasks. Das ist die letzte. Schade. Ach, scheiße. Ach, Grotdoppelscheiße. Ach, kacke. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Ich habe fast alle Tasks durch. Ich brauche nur noch eine. Mir fehlt auch noch einer. Ich habe auch keine Ahnung, wer es ist. Aber Fight, also Robju, wo wir an dem Lookout standen, hat Fight auf jeden Fall noch gelebt. Der war nämlich da am Rumlaufen beim Dropship. Okay. Das ist literally alles, was du weißt. Warte, Dropship ist... oben links. Mhm. Ah, da, stimmt. Ja, da war Fight am Rumlaufen, da hat auf jeden Fall noch gelebt. Ich habe aber auch sonst niemanden in dem Bereich gesehen. Da war ich, da war Benny, da war Nico. Da hat Fight noch gelebt, das heißt, Veggie war zuerst tot. Komm also vermutlich. Schuss und zwei Sitten macht. Ach, keine Ahnung, ich skippe. Es sei denn, die Kills sind beide am Ende passiert, aber glaube ich nicht. Also, wahrscheinlich hast du recht. Ja, ich skippe auch. Also, ich hab jeden in der Runde einmal gesehen. Aber. Benny war fast die ganze Zeit. Nee, nicht bei mir, aber er hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Ich würde ihn ausschließen, auf jeden Fall. Egal. Also, ich kann konfirm, ich sehe die Leiche. Ja, da kommen ja Imposter, ist es egal, was der sagt. Stimmt, wo war eigentlich die Leiche, ja? Ach, die Form, die ich gerade gefunden habe? Über Kitchen. Zwischen Kitchen und Splash, so, also quasi am Eingang. Ja, okay, normal, ja, dann ist der da auch noch in dem Bereich gekillt worden, wo ich ihn... Scheiße, dann hätte ich den einfach länger beobachten müssen. Dann hätte ich den Kill gesehen, wow, scheiße. Wow, toll, ey, gut gemacht. Egal. Ja, Kill egal. Machst du nichts. Atomschlag hast du gemacht hier. Machst du nichts. Na gut, ja, egal. Keine Ahnung, ey. Aber Imposter ist Conan, also merkt euch das. Benny mit dem Self-Vote, sehr schön. Das wird mal super lustig. So. Let's go. Wir sind gleich fertig, das ist sehr gut. Zack, das war's. Jetzt bin ich, jetzt kann ich mich langweilen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir denn, wir müssen es doch irgendwo auch Kameras und so Kram geben, ne? Wo sind die denn alle? Also hier muss es doch... Dings hat doch vorhin... Waren die bei... Wo findet man die Kameras? Dings hat ja vorhin gesagt, dass es Kameras gibt, ne? Aber hier gibt es ja keinen Überwachungsraum so richtig. Also wo sind hier diese ganzen Teile? Der hat mal gemeint, er hat mich bei den Kameras gesehen. Ist bei Lookout, sind da vielleicht Kameras? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ach. Das sind die Kameras. Okay. Oh lol, da kann man die ganze Map überblicken. Ja, danke auch. Ja,
dann haben wir das damit auch geklärt. Wie weit kommt man? Kommt man da wirklich über die ganze Map? Ah ne, den linken Teil bekommt man mit. Okay, cool. Ah, sehr gut. Hi. Ich habe gerade gesehen, dass Conan gestorben ist auf den Vitals und habe mal den Emergency gecallt. Benny kann ich klären, der war die ganze Runde mit mir zusammen. Wo sind eigentlich die Vitals überhaupt? Beim Laboratory unten in dem Raum. Ah, da war ich wohin noch. Okay. Mhm. Also Benny kannst du klären? Ja. Also ich war gerade oben im Communications, wo wart ihr gerade? Also wo war Rob Joe gerade, wenn ihr beide bei Vitals wart? Ich war, Xehanort war bei Vitals und Benny war auch schon da. Recht. Ja. Und das ist richtig. Das heißt, also ich war gerade noch in Reaktor. Davor habe ich die Task gemacht, wo ich wusste erst nicht, was ich machen musste. Man muss gedrückt halten, um die Früchte rauszuziehen. Das ist die Task, die ich gemacht habe. Also kann ich ja Nico wählen, wa? Ja. Nee, ich würde dann dich wählen. Also, wenn Benny nicht den Kill des Jahres unter meiner Nase gemacht hat, dann stimmt das aus deiner Sicht, ja. Ja, gut. Überlassen wir es den anderen, Nico. Na. Ja, okay, Benny, wen voten wir? Oder wollen wir skippen? Ja, Spaß. Also theoretisch könnten wir skippen. Ich meine, wenn man sich die Taskleiste oben anguckt. Ja, dann muss aber auch einer die Task machen, ne? Xian, ich erinnere dich daran, dass es drum Menschen gibt. Also meine Taste durch. Ich bin ja, fertig. Meine irgendwie nicht, komisch. Ja, dann mach die auch. Oh, mal. Digga. Okay, jetzt wurde ich Robschuh, so. Nein, ich mach die wirklich. Oh nein! Xian. Sack geht was gebotet so. Finde ich fair, ist okay. Oh fuck. Ja, viel Spaß. Das ist jetzt nicht gut. Da ist er. Ja, jetzt geht mal zum Reaktor. Ja, das war's. Der killt jetzt Benny und das war's. Der muss ja nur einen von beiden killen, ne? So. Du musst doch nur einen von beiden killen. Also, die schaffen es nicht rechtzeitig zurück. Der Cooldown wird... Oh, okay, sie schaffen es. Oh, geiler Wettlauf. Oh Mann, ey. Ja, da habe ich den... Das muss aber Arschknapp gewesen sein. Der Cooldown muss richtig böse gewesen sein gerade. Ja. 2 Sekunden vorm Kill-Cooldown, ja. Oh. Ich dachte, ihr werdet so safe. Gut, aber okay. So spielt man Among Us, ihr Loser, ey. Heftig. Wie lange ist denn der Cooldown von dem Emergency-Button? Der ist, glaube ich, 13 oder 15 Sekunden oder sowas. 15, ja. Ja, du hättest ja, noch einen Moment warten müssen. So 3 Sekunden zu früh, ja, mit Reaktor. Ja, du hast 3 Sekunden zu früh den Reaktor ausgeschaltet, ja. Mhm. Das ist so ein geiles Spiel. Ja, ich fand das gerade auch ziemlich nice. Wie sie mich rausgepostet haben, sehr gut. Übrigens, als ihr meine Leiche gefunden habt, ich war schon, ich glaube, 2 Minuten tot oder so. Ja, das weiß ich. Ich hab deine Leiche gesehen, ich hab die am Anfang ignoriert. Ne? Ja, ich hab die gesehen, ich hab die am Anfang einfach ignoriert und bin weitergelaufen. Boah, ja, weil das lustig ist. Ja, aber das ergibt Sinn, dass das Fight, dass Fight der zweite Kill war. Weil den hatte ich ja noch am Leben gesehen, also ja, passt. Nein, Spaß, ich hab den nicht gesehen, ich hab gelogen. Traurig. Ja, sorry. Aber wenigstens habe ich jetzt mal die Angel-Task gesehen. War jetzt jemand noch nie Imposter auf der Map eigentlich von uns? Ich? Ich war noch nicht. Na, dann ich würde auch Zeit gerne mal. Noch nicht, wer will noch mal? Dann wird's Zeit. Let's go. Richtig stinkt und zwar anal. So. Null. Ah, so, ja. Gelobt sei das, was hart macht. S-U-N-I-E. Imposter. Oha. Das ist jetzt schlecht. Echt? Ach, nicht schon wieder. Okay. Let's go.
Ich mach's wie immer. Ich gehe als erstes hier hoch. Und da hat man erstmal so ein bisschen seine Ruhe, ne? Kann sich in Ruhe mal beschäftigen mit sich und seinem Leben. Kann die Leiter erstmal machen. Bisschen daneben klopfen. So, und jetzt kommt hier keiner hoch. Schade. Ja, ne? Kommt hier halt einfach keiner hoch. Oh, jetzt kommt einer. Ciao. Mörder, schaffe 50 Kills insgesamt. Auch crazy, okay. Ist jetzt natürlich blöd, wenn er jetzt da hochgehen sollte, ne? Er geht nicht da hoch. Puh! Weil dann wisst ihr, dass ich von da oben runtergekommen bin. Okay. Wird gern auf jeden Fall noch einen Kill schaffen, bevor sie ihn finden. Viel Spaß beim Master Duel. Jetzt. Erst Rocket League, dann Master Duel. Okay, hi Nico. Ist mein nächstes Opfer. Just saying. Und jetzt finde ich nämlich Robchu. Und Ding ist das. Okay. Okay, Robchu liegt. Moment. Ganz oben, wenn man von diesem Seilaufzug aussteigt. Okay. Also Communication. Ja, genau. Hallo, okay. ich bin übrigens Scientist. Robchu ist schon mindestens 45 Sekunden oder so tot. Oh, okay. Und Nico okay. Muss gerade erst gestorben sein. Also der war vor 10 Sekunden oder wann ich zuletzt auf die Vitals geguckt habe, hat er noch gelebt. Also ich glaube, Nico habe ich diese Runde noch nicht gesehen. Doch, ich habe ihn tatsächlich gesehen vor einer halben Minute oder so. Der war unten bei unterm Greenhouse hatten wir beide einen Task gehabt und dann war ich nach rechts gegangen und er nach links und da muss er wohl irgendwo gestorben sein. Also der muss irgendwo bei Jungle gewesen sein, als er gestorben ist. Also links auf der Seite habe ich eben noch Counter gesehen, davor habe ich irgendwann mal Conan gesehen, der ist wahrscheinlich gerade nach rechts gegangen. Und davor war da Benny, der stand eine lange Zeit am Lagerfeuer und ich finde ein bisschen zu lange für meinen Geschmack, aber... Ich habe erst mal verkackt. Also ich sag mal so, wenn Conan nicht gerade gelogen hat, wo Robchu liegt, dann kann er es eigentlich nicht gewesen sein, weil Nico muss wirklich ganz kurz vor dem Report gestorben sein. Ja, aber wir wissen ja nicht, wo Nico ist, oder? Ja, das Problem, also und es kann halt sein, dass, also angenommen, es könnte halt sein, dass Robchu und Nico nebeneinander liegen und dass Conan einfach einen von beiden reportet hat, aber just saying. Ja. Aber ich würde sagen, also mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ist das nicht. Ich finde es noch ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Für mich können es ja alle sein. Ich habe aber noch 4 Tasks, also das ist... Also ich habe nur mal kurz Reggie gesehen bei Storage und dann haben sie unsere Wege gleich wieder getrennt. Ich glaube, das warst du. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe dich da gesehen, aber das war schon ein bisschen weiter links, aber ist okay. Auch egal. Ich habe noch endlos viele Tasks, weil ich eben nur noch die ganze Zeit die Leiche gesucht habe, aber gut. Ich würde trotzdem skippen, weil ich habe... Ich skippe auch. Keine Ahnung. Ja. Okay, das läuft ja erstmal gut. Aber die Betonung liegt halt auf erstmal. So. Wo muss ich jetzt Tasks machen? Ich bin tot. Ich schreibe es ja nur auf Discord, dass Kollege mich gekillt hat, aber er sagt es einfach nicht. Ihr müsst Kollege rausvoten, Leute, der war's. Ta-ta-ta-ta. Killen. Frage ist, wo und wird ja fast mit Verwandlung. Na, ob das jetzt was gebracht hat? Weiß es nicht. Ui! Oh, da ist jemand hoch. Okay, da ist jemand gerade hoch. Auch interessant. Achso, ich habe jetzt hier die ganzen Dinger. Kann ich jetzt nicht machen.
Also, Reggie liegt zwischen Lookout und Upper Engine auf diesem Plateau. Und der ist ziemlich exakt in dem Moment gestorben, als dieser Mushroom-Mix abgecallt wurde. Also vor, also dieses Ereignis, was da eben war, also so vor kaum 15 Sekunden oder so. Okay, ja. Ist das, was der Imposter macht mit diesem Mushroom-Mix-up? Oder passiert das? Ja, das so? das ist ein Imposter-Ding. Das führt dazu, dass jeder anders aussieht halt, ne? Aber die Namen stehen trotzdem noch drüber. Ist das so? Okay, habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber ja. Ich habe auf jeden Fall sonst niemanden gesehen. Also ich hab nach wie vor keine Anhaltspunkte. Außer, dass ich nach wie vor glaube, dass es Conan wahrscheinlich nicht ist. Conan, du bist nicht gemutet, du sagst einfach nur nichts, okay. Nicht ja. Also ich würde ehrlich gesagt nochmal skippen fast, aber. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde es auch schwierig. Also, den höchsten Anhaltspunkt, den ich noch habe, ist, dass vorhin irgendwann mal meinte, dass Veit links gewesen wäre, wo Dings hier gestorben ist. Wo war ich links? Ja, irgendwer meinte, du wärst gerade nach links. In der Politik. Haha. Du wärst gerade nach links gegangen oder von links gekommen, als Nico gestorben ist. Und Nico muss ja in der Gegend irgendwo gestorben sein. Also, laut meiner Ausführung. Ja. Also gegen Ende des letzten. Aber das ist literally der einzige Anhaltspunkt. Ansonsten hätte ich nichts. Also ich hätte nochmal geskippt, glaube ich. Ich habe nichts gesehen. Ich skipp jetzt. Ja, ich skipp auch. Okay. Yo. Das könnte ich jetzt durchaus nach Hause bringen. Komplett dumm anstellen. Also muss ich erstmal den Kill-Cooldown da abwarten. Da ist halt was passiert jetzt. Was, Benny? Oben wäre Fight. Muss halt dafür sorgen. Nicht mehr oben. Oh, oha. Sind alle hier oben. Auch interessant. Ich muss jetzt natürlich auch beachten, dass die nicht fertig werden dürfen. Auf Idee. Ja. Du, nein, nicht so weit laufen. So weit laufen. Ah, ich schaff's nicht. Nein, ich wollte ihn killen. Ist jetzt nicht gut. Ist jetzt gar nicht gut. Ich bin von oben gekommen. Bitte find ihn nicht. Scheiße. Okay, es ist Conan. Und zwar vom Reaktor. Hallo? Ja, sag einfach, du bist es. Also, Xern liegt vor Reaktor. Und Conan ist von Reaktor aus nach oben gegangen. Bin auch von und oben darum, gekommen. Und ja, und darunter liegt Benny halt. Ich habe gestanden und da ist nichts passiert, deswegen bist du jetzt. Geh weg. Okay. Wenn ihr mich eh schon gewortet hat, skipp ich. Mal selber geh weg! Jetzt bin ich gleich mal auf die Erklärung gespannt, wie die erste Runde funktioniert hat. Das war eigentlich ganz einfach. Er hat jemanden gekillt. Also, weil es stimmte. Guter Anhaltspunkt. Sag mir bitte, meine Erklärung stimmte, dass Nico und Robjo am Anfang nebeneinander lagen. Nee, nicht ganz nebeneinander, aber also Nico war ein bisschen weiter unten. Aber es war schon. Okay, so aber sehr nah beieinander, okay. Ja, ich habe ihn gekillt und dann Robjo reportet. Nico, Conan hat Nico weiter unten gekillt.
Und dann ist er nach oben gelaufen, habe ich für mich, habe ich selber gesagt, ey, wenn Colin schlau ist, reportet er mich. Und genau das hat er dann gemacht. Ja, yep. Ja, und das ist ja literally, ich habe in der Diskussion ja genau das gesagt, dass das schlau gewesen wäre, wenn er das gemacht hätte. Ja. Also Xehan, wenn wir beide nicht spielen würden, dann würde der Poster immer gewinnen. Ich war auch gerade sagen, der war ziemlich funny. Aber ich habe halt, ich hab's ja noch laut gesagt, dass das sein könnte, aber ich dachte nicht, dass Conan das gemacht hat, weil ich dachte, das wäre schon maximum schlau gewesen. Sorry, Conan, das bringt nichts. <Danke. lacht> sorry, Conan, mich zu killen bringt nichts, ey. Oh Mann, du musst unwichtige Leute killen, so Nico, ja, zum Schluss Beispiel. Wollte ich jetzt zu viel. Du bist zu schnell gelaufen zum Reaktor. Ich wollte dich da unten schon killen und ich bin einfach nicht an dich rangekommen. Nico, aber ganz ehrlich, ja, trotzdem eine super geile Runde von dir, Conan. Also Respekt. Danke. Echt gut verloren, ja, finde ich auch. Ja, absolut. Okay, jetzt wird es mal Zeit, dass Reggie Imposter wird. Sehr gut. Jetzt wird es mal Zeit, dass Reggie Imposter wird. Ja, hoffentlich. Nee, bitte nicht. Kill Conan zuerst. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte. Wenn du Imposter wirst, kill Conan zuerst, der hat's verdient. Okay. Doch, ich bin schon mal nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal wieder diese. Ich hab nicht, jetzt die ganze Zeit habe ich nicht mehr diese Task bekommen mit dem Korb, ey, das gibt's noch nicht. Das ist unfassbar. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, kann ich es nicht mehr testen. Echt. Na gut, wie auch immer. Dafür geht das jetzt alles schneller hier. Ach ja, die hat mir vorhin auch angefangen und dann hatten wir sie nicht zu Ende bringen können. Weil irgendwas nicht funktioniert hat. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas hatte ich da falsch gemacht. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas hatte ich falsch gemacht. So, 9, 6, 5, 5, 0. War hier sonst noch was? Jo. 9, 8, 1. Ach, das war Koms, das war gar keine Mission von. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank, es ist Nico. Okay. Hä? Nico sah wie Fight aus und hat sich vor meinen Augen zurückverwandelt und ich habe die ganze Zeit, ich wusste nicht, ob er gesehen hat, dass ich es gesehen habe. Ich stand nämlich die ganze Zeit neben dem Emergency-Button und ich glaube, er hätte mich noch killen können. Ich weiß keine Ahnung, wovon du redest. Klingt alles ganz Zeugs. Jetzt Nico Worten, das Richtige ist, ist die Runde schon vorbei. Das wäre echt langweilig, also skippe ich. Alles klar, ist okay. So. Also, der Rest kann machen, was er will. Ich fand das nämlich so komisch, weil ich hatte Fight in den Raum reingehen sehen. Und dann hatte ich kurz, also ich stand da irgendwie rum und dann hatte ich kurz danach Nico gesehen. Ich dachte so, die sind zu zweit in dem Raum. Ich schau mal kurz deine Ringe, wenn fertig ist, ne? Die sind zu zweit in dem Raum, mal kurz gucken, ob die noch beide drin sind oder ob da eine Leiche liegt und da war einfach niemand. Und es gab aber auch keinen Ausgang. Ich bin in der nächsten Runde safe, weil ich nicht gekillt werden kann, weil sich der Imposter sonst verrät. Finde ich gut. Okay, es gibt keine nächste Runde. Man weiß es nicht so genau. Wenn ich das jetzt falsch gesehen habe, würde mich das doch stark wundern. Tja. Oh. Das ist schlecht. Oh nein, war das dann. Okay, ich sag nichts, egal. Das ist jetzt ganz schlecht. Da sind Dinge passiert, die wir jetzt nicht passiert haben. Ich hasse diesen Kerl. Wie geht das jetzt hier? Ich hab das doch. Das schmeckt. Ich setz das doch hier ein, oder nicht? Mann! So. Okay. Ja. Okay, ich bleibe bei meiner Theorie, aber dann war es andersrum. Dass du es warst? Nein, dann habe ich Fight in den Raum reingehen sehen, er hat sich in Nico verwandelt und ist mir entgegengekommen. Und das erklärt nämlich auch, warum Nico mich danach nicht killen wollte. Doch nicht. Also, ich hab mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun. Halt doch mal dein Maul, wir werden jetzt erstmal aus Sinne der Rache Xehanort rausvoten, egal wer im Wasser genau. ist, okay? Gut, so. Meine Fresse, ihr müsst doch mal ordentlich spielen. Ist schon komisch, ja.
Ach Leute. Jawohl! Ah, okay. Rache! Ihr Wichser! So, jetzt können wir ordentlich spielen. Viel Spaß. So ist gut. Wow, da machen sie sogar mit. Da machen sie sogar mit bei dem Quatsch. Na gut. So, ich will jetzt aber wissen, wie dieses Ding... Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Was muss ich denn machen, dass das dahin passt? Also, hä? Das ist doch richtig. Oder muss ich die... Ach so, ich muss die rausnehmen. Ah, ich muss die alles austauschen. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt hier hin und dann müssen wir doch jetzt fight rausvoten, oder nicht? Oh, Crisis gerade. Warum ist denn Crisis? Wegen Comms oder was? Wegen Comms ist jetzt Crisis. Okay, ich hätte echt meine Fresse halten sollen. Wegen Comms ist jetzt Crisis. Wenn sobald Comms wieder geht, ich Dings. Dann können wir Fight rausvoten. Was ist denn jetzt schon wieder? So, ich sehe das doch richtig, dass wir jetzt Fight rausvoten können, oder nicht? Ich bin's aber nicht, wenn du mich rausvotest. Conan, dann... aber er ist es doch nicht. Hast du es nicht gehört? Ja, gehört habe ich viel. Ja, erst habe ich gehört, Xena hat gesagt, ich habe gesehen, wie, und dann ist. Fake? Dann habe ich gesehen, wie Xehanort versucht, sich rauszuwinden, wie so eine widerliche Schlange, die er immer ist, und dann zu Recht rausgevotet worden ist, dieser Wichser. Und jetzt kommst du, verschwendest Emergency Meeting und sagst, wir können ja Fight rausvoten, obwohl er gerade gesagt hat, dass das nicht ist. Aber wenn er gesehen hat, dass sich Nico in Dings verwandelt hat, dann ergibt es doch Sinn. Ja, vielleicht hat er auch einfach komische Augen im Hirn. Was weiß ich, vote wen du willst, dann vote ich dich. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass Robin ständig irgendwie versucht, die Votes hier abzulenken. Eben hat er gesagt, wir sollen dann doch auf Xian gehen. Ich meine, es klang einleuchtend, aber... Nein, ich wollte, dass Xian rausgewunden ist aus Rache, weil das scheiße von ihm war. Aber ich will Xians Theorie unterstützen und deswegen vote ich Fight. Das ist dann wollte ich schon, weil der ein Wichser ist und hier gemeinsame Sache macht und nicht richtig spielen will. So, Reggie, mach, was du willst. Okay. LOL! Okay, dann lasst euch halt umbringen. Okay. Hey Mädchen, du musst deinen Emergency-Button benutzen. Verdammt, jetzt muss ich Tasks machen. Na gut. Schauen wir mal, wie viele Tasks wir noch. Aber das ist halt jetzt, also. Wir sind jetzt halt nur noch vier. Ich glaub, Tasks. Und da unten ist die Angelquest mit dabei. Das bringt halt. Ja, moin. Ja, komm, so. dann klären wir das jetzt nochmal. Ich würde sagen, Veggie voten wir jetzt raus, ne? Ich bin's immer Warum noch ich? Nicht. Ja, dann voten wir Veggie, alles klar, bin fertig. Okay, dann votet mich. Ja, nee. Aber auch nichts bringen. Ich gehe jetzt auf Robjo. Wenn es am Ende natürlich Robjo ist, wäre das natürlich super lustig, weil er jetzt halt das einfach komplett für sich nutzen kann, dass wir komplett auf andere gehen. Mann, das wäre ja richtig lustig und intelligent und smart von mir. Richtiger Fight-Red-Move. Wer votet mich doch raus, wenn ich's bin? Ja, ich habe schon Fight gewotet, schon vorbei. Ja, aber Fight ist es doch nicht. Er hat doch gesagt, er ist es nicht. Warum sollte er lügen? Warum sollte ein Imposter lügen? Ich weiß es nicht. Ach so, ja. Dann sag's mir doch, wenn du es nicht weißt. Hauptsache, der Vote ist weg. Unfassbar. So nämlich. Und besser geht's. Kann jetzt überhaupt noch irgendwer? So, egal. Ich glaube, Robby kann er, oder? Egal. Ach Mann, ich will nicht angeln. Ach so, Oh, ich will nicht jemanden killen. Oh, sorry. Ah. Ich will nicht mehr Geist sein. Dang it. Was eine komische Runde. Ich auch nicht. Also das ist eine komplett komische Runde. Meine Dusche tröte. Ich mach jetzt erst alles andere, bevor ich angeln. Dann muss doch irgendeine Nummer hier passiert sein. Also... Kann doch nicht sein. Das wird's hier echt. Ja, dann solltest du damit mal zum Arzt gehen. Noch das normal zu Ende. Ja, okay. Yo! Krass. So, ich bin's immer noch nicht. Ich habe jetzt Ewigkeiten versucht, diesen Emergency-Button zu drücken. Ich hab's
nicht hingekriegt, weil ich nicht wusste, wie er es macht. Ja, also ich bin's nicht. Jetzt ist Robcho tatsächlich tot. Jetzt ist es Reggie oder Fall. Oh, ja, Mann. Ich bin tot, also, richtig! Oh, ist das dumm. Conan ist halt bisher irgendwie nicht aufgefallen. Ich hab permanent an dem Ding da gestanden. Also, wenn halt Xeans Theorie am Anfang komplett Quatsch war, dann würde ich jetzt Fight umsonst verdächtigen. Es ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Fight aktuell verdächtige. Das heißt, wenn ja. du Reggie es bist, spiele ich dir gerade voll in die Karten, wenn ich Fight wähle. Also, ah. Aber die Theorie von Xean klang halt, was hat er denn dann gesehen, wenn nicht das passiert ist? Er kann ja noch immer das gesehen haben, was er zuerst gesehen hat. Dass der als ich verkleidet war und sich dann zurückverwandelt oder hat. Könnte es eine Kombination gewesen sein aus hier, wie heißt jetzt dieses Ding, was ich verwandeln kann? Ich wurde jetzt freit, weil Conan ist sonst überhaupt nicht aufgefallen. Also ich bin's nicht. Ich habe die ganze Zeit, wie gesagt, an dem Emergency-Ding gestanden. Ich wurde dann Reggie, weil er jetzt mich gewortet hat. Ja klar, und ich bin jetzt wieder der. Ja, super, danke. Ja, du bist jetzt Conan, der Lehrer. Conan, los geht's, Vote! Also ich gehe für die Theorie von Xean, es tut mir leid. Du bist doch nur ein Depp, Conan. Du bist so ein schlechter Spieler. Lösch dich doch einfach. Aber was warum hast du, sollte ich, wenn es jetzt nicht stimmt, was hast du denn gesehen, Xehan? Ich hab keine Ahnung, was er gesehen hat, ey! Okay, ich kann das erklären. Ich glaube, ich kann das erklären. Ich glaube, Mann, was ich hab... für eine Runde, ey. Stopp. Also ich habe halt überlegt, ob es sein kann, dass sich das überschnitten hat mit dieser Verwandlung von den Pilzen und dem. Nee. Ich glaube, ich kann das erklären. Eine Frage kurz an dich, Veit. Hast du am Anfang die Seilbahn verwendet? Ich wollte sie verwenden. Ja, klar, ich habe sie verwendet, ja. Ja, scheiße, okay. Ich wusste nicht, dass die Seilbahn auch von unten nach oben befahrbar ist. Ey, das war ja so gut, ey. Deswegen dachte ich, das kann nur sein, dass er sich verwandelt hat, weil ich dachte, man kommt sonst aus dem Raum nicht raus. Ich wusste nicht, dass man mit der Seilbahn auch zurückfahren kann. Ja, sorry, das war meine Fehlername. Das ging auf meine Kappe. Ja, die Seilbahn geht in alle Richtungen, ja. Also, ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, die geht nur runter. Conan, ich weiß nicht, ob du zugehört hast, aber Conan hat gesagt, er ist es nicht. Gut, ich habe ja keine Ahnung von diesem Spiel hier, aber würde es wirklich einen Sinn geben, ich finde das nicht gut von Imposter dir. Du hast gesagt, du killst Conan zuerst, aber es ist gar nicht passiert. Dass der Imposter in der letzten Runde darauf wartet, dass dieser komische Emergency-Knopf aktiv wird und den dann drückt. Macht das ein Imposter? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich oder? Nicht. Aber ich stimme jetzt mal Reggie endlich mal Imposter. Er hat es geschafft. Kein Imposter sagt, ich bin es nicht. Die versuchen sich Ausflüchte. Die sagen niemals direkt, dass sie es nicht sind. Und ganz kurz, wo ich zwischendurch vergessen habe, mich zu muten und in der Runde was gesagt habe, da hat Fight nämlich nochmal die Seilbahn verwendet. Und da habe ich dann gesehen, dass sie von unten nach oben fährt. Und da dachte ich mir so, oh fuck. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass die von oben nach unten fahren kann. So. Ja, ich wusste gar nicht überhaupt, dass sie fahren kann. Ich bin sie bisher nur von oben nach unten gefahren. Ich dachte, dass Conan so blöd im Hirn ist. Ich dachte, das macht Sinn, weil er klar Seilbahn ohne Grund nach unten, aber. Aber echt. Ja. Das hier ist immer noch am Morgen, dass wir irgendwie falsch Dinge. Du musst beantworten. Du bist schuld diesmal. Ja, Kulpa. Wie kann man noch so reinscheißen, Alter? Er hat doch gesagt, der ist es nicht. Hörst du eigentlich zu? Ehrlicherweise, ich glaube, das geht auf Conans und auf meine Kappe. Ja, dass du ein Idiot bist, wissen wir mittlerweile. Okay, wir würden hier den Part mal beenden und dann nochmal einen starten. Aha, wir werden die Aufnahme, jetzt zu peinlich, weil du so schlecht warst, ne? Aber wir sind wieder bei 50 Minuten. Ja. Wir spielen jetzt ohne Con weiter. Aber er nimmt weiterhin auf. Richtig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Kosovo ist kein Land, nicht vergessen. Tschüss. Like und Abo. Adios.